Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Es geht endlich weiter und es wird keine einfache Aufgabe. Wir haben hier noch alles offen. Wir werden die Saison auf jeden Fall beenden und vielleicht sogar ins Finale des DFB-Pokals ziehen. Das sehen wir alles in dieser Folge und dann gucken wir, wie es nächste Saison weitergeht. Vielleicht als Zweitligist erneut oder als... Okay, Zweitligist ist eher unwahrscheinlich. Wir müssen halt nur noch ein Spiel gewinnen. Oder wir bleiben in der Liga und ziehen nach Europa. Es ist alles möglich. Wir gehen jetzt erstmal direkt in die Woche. Ich habe wirklich da Bock drauf auf das Spiel gegen Bayern. Aber es wird kein einfaches Spiel. Es wird wirklich wortwörtlich kein einfaches Spiel. Und nächstes Jahr kommt wahrscheinlich der Umbruch bei uns. Wir werden eine neue Formation ausprobieren. Wir werden alles neu machen bei Aachen. Also diese Formation, damit beenden wir die Saison. Und dann schauen wir im nächsten Jahr, wie wir das machen. Wir haben Viper vorne im Sturm, packen Lukaku rein, der hat bessere Form. Jaden hat sich natürlich verletzt, fällt aus für... Ja, der spielt dieses Jahr nicht mehr. Noch besseres Leben, was wir da haben. Spindler ist wieder fit. Den nehmen wir mal mit für... Ja, Benatashi dann einfach. Arnold kann ja beide Seiten spielen. Messi könnte ja auch noch zur Not. Udukai ist wieder fit, aber nicht wirklich das Nonplusultra. Ja... Öffne Taktik. Zusätzliche Siegprämie. 50.000 für jeden. Würde ich sagen. Und dann gehen wir rein. Ins erste Spiel gegen die Bayern. Und dann kommt die Liga. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, Jungs. Wir müssen da wirklich alles geben. Come on, let's go. 10 Minuten sind gespielt. Wir haben die erste Viertelstunde geschafft. Lukaku nur mit der gelben Karte. Das Einzige, was bis jetzt passiert ist, und da ist Leroy Sané mit dem 1:0 in der 23. Minute. Daniel Svensson kriegt auch nochmal die gelbe Karte. Bitter. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. 15 Minuten jetzt noch, um hier wenigstens auszugleichen. Aber so wie Lukaku da vorne mitmacht, ist da nichts drin. Wir gehen in die letzten Minuten. Und Lukaku gleicht aus, wenn man ihn verflucht. Wenn man ihn verflucht. Svensson mit einer 5 und einer gelben Karte wird ausgewechselt. Zwei Wechsel habe ich noch. Lukaku lasse ich erstmal drin. Und wir gehen rein. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Ja, lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Wir wärmen alle Spieler auf. Und werden wahrscheinlich früh wechseln. Wir gehen schon in die 60. Minute. Das heißt, die Schlussphase der zweiten Halbzeit bricht schon an. Es ist sensationell. 70. Minute. Wir bringen Hahnheit rein. Wir bringen auch für Stoffers Gonzales. Oder nein, wir bringen Viper. Lukaku hat zwar einen guten Job gemacht mit seinem Tor, aber wir bringen Viper. Wir wollen die Offensive ein bisschen durchmischen. Hoffentlich war das nicht schlimm, dieser Wechsel. Wir gehen in die Schlussviertelstunde. Und Harleit! Harleit mit dem 2:1 in der 77. Minute. Was ist da los? Julien Drinville wieder. Unser Pokal hält bis jetzt generell. Mit seinem Dreierpack da gegen Wolfsburg. Wir gehen in die letzten Minuten. Passiert hier noch was? Ausgacke, wir kassieren in der letzten Minute natürlich den Ausgleich wie Bayern vorn. Wir gehen in die Verlängerung. Was passiert hier jetzt in der Verlängerung? Die erste Verlängerung ist gleich um. 105 Minuten sind vorbei. Wir gehen in die nächste. Wir haben Kevin Trapp jetzt. Als Harnlein wieder mit der Führung. 3:2, 108. Minute. Können wir das diesmal über die Zeit bringen? Es geht wirklich in die letzten 5 Minuten. Und da ist der Schlusspfiff. Wir schmeißen Bayern aus dem Pokal und wir sind im Finale des DFB-Pokals. Wir sind im verdammten Finale des DFB-Pokals durch einen Doppelpack von Harnert und Lukaku, nachdem ich mich über ihn beschwert habe. Wir sind im verdammten Finale. Let's go. Und das heißt nur Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. Ich würde mit den Fans würde ich im Zug sitzen als Trainer, wenn wir nach Berlin fahren. Und dann würde ich einfach mit denen feiern. Ja, zwei Tagessätze wegen der gelben Karte kriegst du. Wir bleiben einfach direkt drin, weil wir ja gleich wieder gegen die Bayern müssen, aber diesmal in der Liga. Harnight ist Spieler des Spiels. Natürlich Ergebnisse. Dortmund ist unser Finalgegner.
Dortmund besiegt durch Fabian Rieder mit 1:0 gegen Leipzig und im Finale am 19.05.2029 steht Alemannia Aachen gegen Borussia Dortmund im Finale, gegen meinen Herzensclub. Besser kann es nicht laufen. Und jetzt geht es direkt weiter gegen Bayern in der Liga. Diesmal gibt es keine Verlängerung. Diesmal würde es nur 1:1 gehen. Ich bin echt gespannt. Ja, Spindler mit der roten Karte, der ist ja gesperrt 100 Jahre. Wir nehmen Bernadeschi diesmal mit. Dann haben wir ja Svensson, ja, Lukaku bleibt vorne drin. Harnight geht rein von Anfang an, weil er eine super Form hat nach seinem Spiel gerade. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir müssen, das wird, was sind das? Was sind das für Sachen? Wir spielen gegen, im Pokal. Wo war das hier? Pokalergebnisse. Wir haben im Viertelfinale. Mussten wir gegen Frankfurt ran. Da haben wir gegen Frankfurt gespielt und dann in der Liga gegen Frankfurt. Dann im Halbfinale haben wir im Pokal gegen Bayern gespielt und jetzt spielen wir gegen Bayern in der Liga. Und jetzt im Finale spielen wir am Ende des Spieltages, letzter Spieltag, spielen wir gegen Dortmund und dann im Pokal gegen Dortmund. Was sind das für Spiele? Was sind das für Spiele? Ehrlich jetzt, ohne Scheiß. Aber läuft. Es läuft einfach, es läuft. Wir gehen auch nochmal kurz auf die Scout-Berichte, ob wir hier nochmal was Neues haben. Nee, eigentlich nicht. Aber wir beobachten ja die englischen Ligen, ne? Wenn ich das so gesehen habe, die englischen unteren Ligen. Wigan Athletic müsste dabei sein. Dann müsste das hier, die Sky Bet Championship sein. Bristol City. Wir können hier einfach mal gucken, ob da irgendwelche Spieler sind, wo wir sagen können, cool, schlag mal lieber zu und hol dir den. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Ich meine, der könnte stark sein, aber wir sind auf Zentralmittelfeld gut besetzt. Dann haben wir hier noch was. Ist auch zweite Mannschaft? Wird auch zweite Mannschaft oder A-Jugend gescoutet? Ah, A-Jugend wird auch gescoutet. So. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. Gibt es nicht A-Jugend, B-Jugend? Huddersfield Town. Burnley. Wieder scouten. Der könnte nämlich interessant sein mit seinen 22 Jahren. Ryan Bennett. Zur Leihe bei Liverpool. Könnten sehr interessante Spieler werden. Rotherham United, da ist nichts bei. Bournemouth ist auch ein bisschen älter. Bin ich gerade? Derby County, ja, dieser. Blackwell. Vertragsverhandlung, darf nicht international wechseln. Oh, hier, Carter Milmore. Könnte auch noch interessant sein. Läuft der Vertrag aber noch nicht aus. Blickfeld aufnehmen. Kann ja mal gescoutet werden. Der junge Mann. Dann haben wir Coventry. Da ist auch nichts Besonderes. Wolverhampton. Ja, da haben wir den hier. Zukunft. Ah, okay, ich habe mich verklickt. Luke Berry. 11,6 Millionen, Alter. Den nehmen wir mal auf die Liste und der könnte wirklich was sein für die Innenverteidigung. 19 Jahre für nächstes Jahr. Einfach mal schauen, was da so habe. Canizares hier. Hier nochmal so einer ins Blickfeld aufnehmen. Einfach alles ins Blickfeld immer aufnehmen. Oscar Prell hier. Deutscher ins Blickfeld aufnehmen. Der deutsche Keeper, meine ich. Hier ist nichts. Queen's Park. Die sind auch ziemlich alt, Alter. Das wären auch so richtig geile Karrieremodis.
Das wäre wirklich sehr interessante Karrierestation für nächstes Mal. Solche Vereine aufbauen, Alter. Wilfried Zaha hier einfach noch ein paar Jahre unterwegs. Cardiff City. Sind sehr interessante Spieler bei. Zwar junge, nicht wirklich junge, aber sind wirklich interessante Spieler dabei. Joe Anker. Birmingham City hier. Aber der Innenverteidiger, da sehe ich mich drin. Also der Innenverteidiger davon, ich weiß ja gar nicht mehr, welcher Verein das war gerade. Müssen wir gleich nochmal kurz schauen. Da sehe ich mich wirklich drin. Burnley? Ah, wo bist du? Mignon? Bei Wolverhampton, Luke Barry. Da, bei dem sehe ich mich. Bei dem sehe ich mich, wirklich. Wir gehen auch jetzt schon in die Verhandlungen rein. Ich meine, wir haben jetzt gar kein Transferbudget, aber nächstes Jahr haben wir ja ein bisschen. Und da sehe ich mich wirklich drin, weil ich auf jeden Fall auch ein paar Leute verkaufen will. Ich will bis zu 15 Millionen gehen und sonst versuchen wir das nächstes Jahr nochmal. So, gehen wir rein in die Partie gegen die Münchner. Nachdem wir 3-2 im Pokal gewonnen haben, müssen wir jetzt in der Liga auch was reißen. Es wird aber schwer. Ich glaube nicht, dass wir in der Liga nochmal eine Chance haben, dass wir zweimal in Folge gegen die Münchner gewinnen können. Vielleicht macht Lukaku ja wieder was in der letzten Minute. So, wir haben die ersten 20 Minuten um. Das heißt, wir haben gefühlt die erste Halbzeit geschafft. Wir gehen jetzt offiziell in die Schlussphase. Noch 15 Minuten zu spielen. Es passiert gerade gar nichts. Nicht mal eine gelbe Karte, nur zwischendurch mal hin und her. Und da kriegen Davies und Gnabry die gelbe Karte. Und wir gehen mit den 0-0 in die Halbzeit. Das ist sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir machen hier einmal das. Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Es ist noch nichts passiert. Wir werden auch wieder spät wechseln dieses Mal. Nicht zu früh. Außer es passiert vor der 70. was. Okay, wir werden das anders machen. Wir werden zweimal wechseln. Einmal so jetzt. Und einmal dann in der 75. Come on, let's go. Und jetzt nochmal. Gonzalez rein für Stoffers. Messi rein für Romero. Und Philipp Max kommt rein für Svensson. Mal sehen, ob dieser Wechsel was gebracht hat. Wir gehen in die letzten Minuten. Bayern macht jetzt aktuell mehr Druck. Gonzalez kriegt nochmal die gelbe Karte. Wir gehen in die letzten 5 Minuten. Ey, unentschieden gegen Bayern unterschreibe ich. Dann haben wir nämlich alles die Saison gegen Bayern. Und was wird es? Das ist der Schlusspfiff. Wir haben in der Liga verloren gegen Bayern. Wir haben sie aus dem Pokal im Halbfinale rausgeschmissen und wir spielen unentschieden in der Liga gegen sie. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Statistiken, 5 zu 8 Chancen. Kevin Trapp ist der Spieler des Spiels. Ja, besseren Ersatz für Klages konnte ich mir nicht wünschen. So, wir sind damit 30 Punkte. Hamburg hat gewonnen. Das heißt, sie sind jetzt 8 Punkte hinter uns. Wir müssen halt die nächsten Spiele gewinnen. Gegen Bremen und gegen Hoffenheim müssen wir gewinnen. Weil dann haben wir die Chance. Wenn wir gegen Bremen gewinnen alleine, sind wir durch. Dann sind wir durch. Spieltagsstatistik. Schauen wir mal. Von uns ist hier niemand dabei. Spieler des Tages ist Niklas Kress. GG sagen wir dazu nur. Und damit sind wir bei der Meisterprognose. Nur noch 3 Spieltage. Die rechnen damit, dass Leipzig einfach Meister wird, weil sie halt sich's nicht mehr nehmen lassen. Bayern gewinnt gegen Pauli und Leipzig gegen Schalke. Wir spielen unentschieden gegen Bremen heißt es. Hamburg verliert gegen Gladbach, damit wären wir durch. Dann spielen wir unentschieden gegen Hoffenheim. Bayern gewinnt gegen Bremen und Leipzig, wo sind die? Leipzig gewinnt gegen Hamburg. Ja, das ist natürlich optimal für uns. Dann verlieren wir gegen Dortmund und Bayern spielt 0-0 gegen Hoffenheim und Leipzig 1-1. Und wenn das so passieren sollte, werden
die Leipziger Meister. Also heißt es jetzt, wir müssen hier noch mal ein bisschen mal mitreden und... Okay, was heißt mitreden? Wir müssen einfach alles unsere Spiele gewinnen. Es ist uns scheißegal, wer Meister wird. Im Endeffekt natürlich wäre schöner, wenn die Bayern in dem Fall Meister werden. Oder, okay, Leverkusen könnte rein theoretisch noch rankommen, aber da müssten sie halt alles verlieren. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen gehen wir auch jetzt rein in die Partie. Wir bringen ja Malcolm wieder von Anfang an und diesmal darf Viper starten. Weil Lukaku hat zwar ein sehr wichtiges Tor im Pokal geschossen, aber sonst kam nicht wirklich viel von ihm. Und deswegen gehen wir jetzt rein. Let's go. In die Partie. Hier unser Rechtsverteidiger, den ich holen wollte. Das ist abgeliefert, weil 17 Millionen war denen zu wenig. Damit ihr Bescheid wisst. Der Innenverteidiger, der junge Engländer. Da muss ich nochmal nächstes Jahr in der nächsten Saison rangehen. Und wir gehen jetzt aber erstmal in das Spiel gegen Bremen. Das ist gerade im Moment wichtiger. Unser eigenes Spiel, um den Abstieg zu verhindern. Dürren will mit dem 1-0, Vorlage von Stoffers, stark. Das heißt, die beiden sind schon mal in Game. Wir dürfen aber die Bremer nicht unterschätzen. Ich meine, wir sind nur zwei Plätze vor denen. Wir haben an Europa gekratzt und dann kam die Realität der Rückrunde. Da haben wir wirklich, wie viele Spiele, wie viele waren das nochmal? Seit dem 19. Spieltag bis zum 25. oder so, haben wir kein Spiel mehr gewonnen. So, wir sind mit 1-0 Führung gehen wir in die Halbzeit, perfekt. So haben wir uns das vorgestellt, wir werden gleich Arnold reinbringen, weil Malcolm nicht wirklich drin ist. Wir kassieren natürlich direkt das 1:1. Besser kann es nicht starten in die zweite Halbzeit. Alter. Wir brauchen nur diesen einen Sieg. Romero macht das 2:1 wichtig. Stoffers wieder mit der Vorlage. Arnold wieder mit dem 3:1. Stoffers mit der Vorlage. Stoffers macht eine Vorlage nach der anderen. 73. Svensson raus. Und den gelb vorbelastete raus. Bringen wir Messi nochmal für Romero, einfach wegen der Frische. Das Ding hier ist durch. Wir haben uns in der Liga gehalten. Wir haben uns in der Liga gehalten und Duranville auch einer der besten Transfers, die ich gemacht habe diese Saison, als wir aufgestiegen sind. Und damit haben wir uns wortwörtlich in der Liga gehalten. So, statistisch gesehen, gucken wir mal. 3:8 Chancen. Romero war der Spieler des Spiels, was ich nicht glaube eigentlich, was für mich Stoffers, der ja hier quasi im Alleingang alles vorgelegt hat. Oh, mein Nase juckt grad. Aber ein Moment. Oh. So, und dann schauen wir mal. Hamburg verliert. Damit ist durch. Schalke verliert. Bayern hat gewonnen. Pauli hat verloren. Und Bremen hat verloren. Wir sind damit sogar auf den 13. hochgegangen. Das heißt nochmal schön, zwei Plätze gut gemacht. Und wir können im nächsten Spiel sogar Augsburg noch einholen. Wen wir nicht mehr holen können, den 11. Wir können aber rein theoretisch noch um den 12. spielen. Wir müssen gegen Hoffenheim und Augsburg muss ran gegen Mainz. Und Mainz spielt um Europa mit. Und die müssen sogar noch. Von dem muss noch was kommen. Spieltagsstatistik, schau. Warte, wir gucken jetzt erstmal. Leipzig hat halt gewonnen und Bayern hat gewonnen. Ja, die haben halt die bessere Tordifferenz, die Leipziger. 93 Tore geschossen, ist auch sensationell. Also, Spieltagsstatistik schauen wir. Stoffers zum 5. Mal nominiert. Ja, wer sonst? Spielerstags ist Jamal Musiala. GG. Für uns geht es nur noch um Prestige. Für Hoffenheim geht es vielleicht sogar noch um die Plätze in der Champions League. Ja, rein theoretisch können sie da noch rankommen. Deswegen, wir müssen alles geben. Aber sie könnten sogar noch die Europa League Plätze oder Conference League Plätze verlieren. Deswegen heißt es, für uns geht es um Prestige. Wir werden alles geben, wir werden auch nicht unseren Spielern im Weg stehen, die halt von den Zweitliga-Clubs und Drittliga-Clubs gescoutet werden. Müssen wir mal schauen. Wir gehen direkt rein, ohne lange dran rumzuschnacken. In die Partie kassieren natürlich direkt das 1:0 von Jorginho Rüter in der 5. Minute. Und das ist natürlich ein sehr, sehr bitterer Start hier kurz vor dem Dortmund-Spiel. Aber ja, für Hoffmann geht es halt noch um alles. Für uns nur um den 12. Platz. Den 11. können wir nicht mehr erreichen. Dafür müssten wir Glück haben. Aber Rüter hat sowieso keinen Bock darauf, dass wir hier noch halbwegs einen Punkt holen zu Hause gegen Hoffmann. Das ist natürlich sehr, sehr bitterer Start, ne? Stoffers mit der gelben Karte. Trapp ist nicht dabei. Also hätte ich mir besser gewünscht. Hätte ich mir besser gewünscht, dieses Spiel. Wir gehen mit dem 0:2 in die Halbzeit, ja. Müssen wir mal schauen.
wie wir das regeln. Wir wechseln jetzt schon aus. Wir machen einmal die komplette Offensive. Also, was heißt komplette Offensive? Einfach, wir haben nichts zu verlieren. Und so wechseln wir auch. Es ist zwar ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, aber wir wollen halt, dass die Jungs hier nochmal ein bisschen Spielpraxis kriegen, ein bisschen Erfahrung sammeln. In der Hoffnung, dass es gut für ihre Stärke ist. Akura, okay, jetzt haben wir die Chance, weil sie jetzt ein Mann weniger sind. Das könnte natürlich zu unseren Gunsten sein. Das sehen wir aber, wenn wir in den nächsten 10 Minuten das Tor treffen. Wenn nicht, dann kann das, ist das egal. Aber nein, wir kassieren das 3:0 und damit ist das Ding durch. In Unterzahl machen sie uns fertig. In Unterzahl machen sie uns fertig. Wir kassieren einfach das 3:0 in Unterzahl. Bitte. In Überzahl kassieren wir das 3:0. Die machen das in Unterzahl. Und dann in der 85. Minute kann man ja mal das 1:3 machen, damit man noch eine Hoffnung auf den Unentschieden hat. Bei 2:1 hätten wir noch eine Hoffnung gehabt. Beim 1:2 meine ich. Bitter. Lukaku trifft aber wieder. Das ist gut. Unser Stürmer trifft. So, wir gehen rein. Statistisch gesehen 8:9 Chancen war ausgeglichen, aber wir haben sie halt nicht reingemacht. Hoffenheim konnte sich nochmal festigen. Leverkusen hat gewonnen. Dortmund unentschieden. Ja, damit ist das hier durch. Und Bayern ist wieder Erster, weil sie gegen Bremen gewonnen haben. Und Leipzig gegen Hamburg unentschieden gespielt hat. Wir bleiben aber auf der 13. Augsburg hat auch gepatzt. Das ist sehr, sehr gut. Und am letzten Spieltag müssen wir ran gegen Dortmund und Augsburg muss ran in Stuttgart. Ja, könnte alles noch werden. Hannover muss gegen Wolfsburg und Hamburg. Nee, Hannover muss gegen Wolfsburg und Schalke muss. Nee, Hannover muss gegen Hamburg. Schalke muss gegen Wolfsburg. Also wir können wirklich noch wieder auf den 15. fallen. Spieltagsstatistik, von uns ist hier natürlich niemand drin. Spieler des Tages ist Raphael Eboré. GG. Damit beginnt sie. Die Dortmunder Abschiedsspiele. Stoffers verletzt sich, fällt aus für beide Spiele. Ja, González, du musst jetzt alles geben in diesen Spielen. Wir können Spindler wieder mitnehmen. Spindler darf im letzten Spiel spielen. Gut, 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 gut. Wie gehen wir rein? Wir starten mit Lukaku, da er getroffen hat. Philipp Max, du bleibst da. Ich will Lukaku, du Sack. So. Wir starten mit Lukaku und Ben. Ben da von Anfang an rein. Es wird kein einfaches Unterfangen. Es wird wirklich kein einfaches Unterfangen. Aber ja, wir können hier zeigen, dass wir können gegen Dortmund. Kämpft um jeden Ball. Das wird der erste Härtetest vor dem Pokal. Aber der Pokal ist natürlich nochmal eine andere Liga. Ne? Giovanni Reyna mit dem 1:0 Vorlage. Karim Adeyemi. Natürlich gehen wir früh in Rückstand. Was auch sonst. Und unsere werden gleich hier ganz viele Vierernoten haben. Adeyemi macht auch das 2:0. Sie tauschen jetzt einfach mal mit Vorlage und Torschüsse. Das ist natürlich perfekter Start in dieses Spiel. Und da haben wir die 6er-Note, die 5er und ich kotze. Ich kotze, ich kotze, ich kotze. Aber Buchmann, der macht uns noch ein bisschen Hoffnung. 1:2 in der 24. Kann man vielleicht sogar noch in der Halbzeit da rankommen, solange man nicht wieder einkassiert. Ich meine, okay, in der Halbzeit sieht es nicht mehr danach aus. Wir gehen aber nur mit einem Torrückstand in die zweite Halbzeit. Harnight wird jetzt nach links gehen. Ja, aber woher kommt rein? González, ja. Was soll ich machen, ne? Svensson, Philipp Max kommt rein und Pandrongelen. Da wird Level ausgetauscht, dann Viper da vorne. Und ja, wir bringen mal Messi und ziehen Romero nach hinten. Ja, das funktioniert. Halbzeitansprache, so. Lass uns genauso weitermachen. Vielleicht kriegen sie es hier irgendwie gebacken. Aber mit González ist natürlich bitter. Aber Karim Adeyemi hat keinen Bock darauf, dass wir hier halbwegs noch Hoffnung kriegen. 3:1 in der 58. Bitte, wechseln können wir nicht. David Lell, unser Innenverteidiger. Wieso machen unsere Innenverteidiger? Fehlt nur noch Bräuning. Bräuning, kannst du auch jetzt langsam kommen. Fabian Rieder mit der Verletzung. Julian Brandt kommt dafür rein. Natürlich auch nicht besser. Der macht direkt ran. Aber Adeyemi mit seinem Dreierpack. Jedes Mal, wenn wir irgendwie rankommen. Und dann macht er seinen Viererpack sogar. Harnight kommt nochmal dran, okay. Aber das wird nichts mehr. Damit die zwei Tore jetzt schießen, wäre schon krass. Außer Bräuning macht einen Doppelpack. Oder Harnight. Wir gehen in die Schlussphase. Letzten 3 Minuten laufen. Also der Test vor dem Pokalfinale ist schon mal schief gelaufen. 5:3 verlieren wir in der Liga gegen Dortmund. Ja, 8:6 Chancen war aber ausgeglichen. Müssen wir mal schauen. Hannover hat natürlich gewonnen gegen Hamburg. Schalke hat verloren. Wir fallen auf den 14. zurück, aber das Ding ist durch.
Wir sind auf dem 14. Platz, haben den 15. noch verlassen am letzten Spieltag. Das war schon mal sehr stark. Spieltagsstatistik. Bayern hat unentschieden gespielt. Leipzig ist deutscher Meister. Dortmund Champions League, Leverkusen Champions League, Mainz Conference League, glaube ich, oder Europa League Quali. Hoffenheim direkt in der Europa League. Und ich denke, gerne ist Gladbach in der Quali der Conference League oder in der Conference League direkt drin. Gehen wir mal rein. Spieltagsstatistik. Von uns ist natürlich hier niemand mehr drin. Spieler des Tages ist Karim Adeyemi. Natürlich, er hat 4 von seinen 22 Saisontoren heute geschossen. Das sagt natürlich auch viel aus über ihn. Und seine Saison, das zusammen GG, das letzte Mal in diesem Jahr. Wir haben hier wirklich Scheiße am Laufen. Buchmann, negative Entwicklung im letzten Jahr. Der hatte Stärke verloren. Jaden hat Stärke verloren. Santos ja sowieso. Stoffers ist so geblieben. Schlechtes Timing beim Kopfball. Haaland ist ein bisschen stärker geworden. Dann De Vrij ist schwächer geworden. Bernardeschi, weil die älter sind, ist klar. Udukay hat Stärke verloren. Dann hat Widmer Stärke verloren wegen Alter. Schlechtes Kopfballtiming bei Romero. Die sind aber so geblieben. Das ist das Gute. Svensson ist schwächer geworden. Hohe Erwartungen nicht erwachsen. Lukaku ist älter geworden, hohe Erwartungen nicht gewachsen, Durinville ist schwächer geworden, das ist auch bitter, ist das hier gerade. Dann hat man hier Bräuning ein bisschen stärker geworden, Ibowe ist schwächer geworden, Lel vergeudet sein Talent, direkt 2 Punkte. Bitter, 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 bitter. Ich kann kotzen, ich kann wirklich kotzen. Tom Schneider hat sein Trainingsniveau kritisch absolviert. So, ja, ich erhöhe alles um 1. Komm, gehen wir einfach mal so. Wir werden sowieso in der neuen Saison werde ich Montag jetzt alles nochmal neu anschauen und die Trainingsplätze neu machen. Wir sehen uns dann ja sowieso am 1. Juli erst wieder. Wir gehen rein in das letzte Spiel. Stoffers ja bedauerlicherweise verletzt. Der wäre so wichtig gewesen, weil Gonzalez ja mal so ist. Messi ist zwar stark, ich kann aber nicht so spielen und dann, weil ich würde uns dadurch so viel schwächer machen. Durinville ist nicht in der Form, aber ich habe keinen Ersatz dafür, weil er ja auch verletzt ist bis nächstes Jahr irgendwann. Wir gehen rein in die Taktik und wir drücken zum ersten Mal das wichtigste Spiel des Jahres. Natürlich kriegen sie 50.000 Siegprämie und wir werden Einsatz... Ja, wir bleiben erstmal bei 75 und ich werde das in der zweiten Halbzeit erhöhen. Auf jeden Fall, wir gehen da rein und werden wirklich alles geben. Wir werden aber mit Philipp Max starten, weil Svensson halt wirklich nicht gut im Game ist. Und ja. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir mit den Älteren gehen. Dass wir einfach mit den Älteren gehen, wegen der Erfahrung, was das hier angeht. Viper geht rein von Anfang an. In der Hoffnung, dass da was geht. So. Wir werden jetzt ins Pokalfinale 2029 gehen. Sofort Berechnung. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. In Berlin. Letztes Mal haben wir jetzt schon hinten gelegen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal nicht wieder einen Rückstand hinterherlaufen müssen. Süle mit der gelben, frühen gelben Karte in der Innenverteidigung für Dortmund. Es wird ein Pokalfight, aber Brand mit dem 1:0. Vorlage Giovanni Reyna, wie vorhin schon. Gonzalez mit der gelben Karte. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Können wir das hier in der ersten Halbzeit noch ausgleichen? Es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig, das in der ersten Halbzeit noch auszugleichen. Dann brauchen wir nicht die ganze Zeit hinterher zu rennen. Nein, wir kassieren das 2:0. Wir kassieren das 2:0 und damit ist die Sache so gut wie gegessen. Gonzalez geht runter. Er kommt rein. Ebuie kommt auch rein. Ein Wechsel habe ich noch. Spindler für Widmer. Nee, ich lass ihn drin. Ich lasse Viper und so drin. Ich gehe über die jungen Außen jetzt in der Verteidigung. Öffne die Taktik. 100% Einsatz. Frühes Pressing. Wir gehen auf puren Angriff. Spieleransprache. Assistent, übernimm das. Lass uns genauso weitermachen. Das ist eigentlich total gelogen, aber egal. Let's go, Jungs. Es liegt an euch. Entweder wir kassieren jetzt noch welche oder wir gleichen das Ding hier aus. Come on, Jungs. Gebt uns die Chance auf Europa. Aber es kommt einfach gar nichts.
Messi, du ziehst nach, wir machen das anders. Messi, du spielst Mittelstürmer. Romero, du gehst offensives Mittelfeld. Pure Offensive. Aber es bringt nichts. 15 Minuten noch zu spielen und von uns kommt einfach gar nichts. Nur die gelbe Karte für Svensson. Das war's. Wir gehen in die letzten 6 Minuten. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann verlieren wir das Finale des DFB-Pokals. Aber dennoch war es eine sensationelle Pokalsaison. Wir sind einfach als potenzieller Absteiger im Finale des DFB-Pokals. Und Nico Schlotterbeck, der Innenverteidiger, hat das Spiel seines Lebens gemacht gegen uns natürlich. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Und wir verlieren hier vor 80.178 Zuschauern das Finale gegen Borussia Dortmund. Und da wir nicht zählen, was das angeht, da wir nicht zählen, was Europa angeht, kommt ja der 8. oder 7. in der Liga, in die Europa League. Bitte. Es wäre zu schön gewesen. Es war ein Traum. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Saison. Hoffentlich in alter Frische, mit einer neuen Formation. Wir werden schauen, was hier alles auf uns zukommt, ob wir hier wirklich die Mannschaft verstärken können noch, dass wir wirklich was machen, reißen können. Messi vielleicht verleihen, dass er sich weiterentwickelt, ist ja jetzt bei einer 60. Muss man mal schauen, wie sich das hier alles entwickelt. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass